Und dann machen wir nämlich da auch noch wieder zwei Türen hin. So, da hinten geht es auch nicht mehr weiter. So. Zahltag. Gut. So, jetzt da wir wissen, da hier keiner mehr kommt, könnten wir eigentlich hier noch ausbauen, aber jetzt habe ich ja eigentlich schon alles da nach unten gebaut. Passt hier nur? Ne, hier passt ein bisschen mehr als 2200 rein. Da. Hier kann nochmal ein Foltergerät rein. Hier kann man nochmal Ding reinmachen. So, da haben wir doch jetzt bestimmt auch noch wieder Waldläuferin. So, zack. Zack. Hier können wir auch noch eine Türe hinmachen. So, dann haben die Dämonen hier auch was zu tun. Auf der anderen Seite, ich jetzt eigentlich auch direkt hier reinbauen können, gell? Na, passt nicht, das sind nur 5. Das sind nur 5er Abschnitte. So. Okay, die sind fleißig am Mana schürfen. So, jetzt können wir der Crowley, dass wir mal eine Titaneneinheit haben. So. Müssten wir jetzt eigentlich noch fast das Ding wieder erweitern. Aber wir machen es mal so. Das war wieder der falsche Knopf. Das war wieder der falsche Knopf. Ich. Ah ja, okay, so. So, jetzt müsste hier eigentlich das 4x4 vom Großen hin. Ja. Und die zwei Kleine werden hier wieder gebaut. Genau, und jetzt hätten wir noch Platz für eine Kleine. Dann müssen wir hier erweitern. Da müssen wir sowieso noch erweitern. 120 kann ich jetzt noch einmal. Ne, jetzt kostet es 200. Dann hätte ich noch einen zweiten Lichtern gekauft. So. So, dann kann er zumindest sein Bedürfnis nach Bier stillen. Alter, das läuft gleich 3, was? So, dann kann er noch futtern. Er hat auch ein Schlafbedürfnis, aber es baut kein automatisches Bett, wenn er Ding. Naja. Dann mal wieder zurück in die Wachstube mit dir. So, jetzt kann man noch mal einen Ding. Und dann können wir noch mal ein Licht kaufen. Oh, was habe ich denn heute wieder? Warum verklicke ich mich so oft? So, noch mal ein Licht. Ich könnte eigentlich noch das Heldenlager stürmen. Muss ich aber eigentlich gar nicht, oder?
Ich müsste jetzt im Prinzip. Wieder hier unten raus. Wartest du nicht. Du kommst wieder zurück. Was ist? Was ist? Alles Gute muss sterben. Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Zack, Level 1 Einheit sofort wieder down. Also, liegt es nur an mir, aber ich finde diese Ranken finde ich extrem nervig. Vor allem, dass die auch jedes Mal wieder kommen, wenn ich dran vorbeilaufe. Also wenn sich das wieder über den gesamten Ding so zieht, dann haben wir ein Problem hier. Wenn das in den anderen zwei Level auch so wird. So, hier kommt bestimmt auch nochmal eine Ranke raus. Wette ich eigentlich drauf. Gefährlicher Ranken, ja, war so klar. In Windeseile aus dem Boden. Da unten sogar auch nochmal zwei. Nach den Kreaturen. Zahltag. Oder natürlich deutlich besser wäre vielleicht gewesen, nur mit Ding zu agieren. Dass man sagt, ich hätte am besten nur mit Ding genommen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, um die kümmert sich Holkrug. Aua! Können wir bitte damit aufhören, Talia sterben zu lassen? Ich meine, sie wieder zu beleben ist jetzt nicht schwierig, aber ihre Frisur wieder so hinzuföhnen, treibt die Stromrechnung wirklich in astronomische Höhen. Zack, jetzt wieder noch der Crowley hops. So, jetzt noch die Waldläuferin. Da haben wir es gleich. Und wer schießt denn von da? Der Rückbau des Heldenlagers hatte negative Auswirkungen auf die Umgebung. Der Wald zog sich zurück und gab einen neuen Weg frei, eine Art Abkürzung. Oh cool, hey, warum? Warum regeneriert er sich jetzt denn wieder? Ich dachte nur, den kann man heilen. Jetzt haben wir die Abkürzung für Ding. Okay. Kommt da auch wieder eine Ranke raus jetzt? Nee, okay, erstmal nicht. Okay, kriegen wir die paar noch kaputt hier? Sind in den Dungeon eingedrungen. Tempel kann man gleich noch. Weißt du was? Tempel müsste jetzt eigentlich gerade hier hinten reinpassen. So, jetzt haben wir endlich auch mal noch die zweite Ding. Die dritte hätten wir uns noch holen können, gell? Wenn ich schlau gewesen wäre.
Ja, okay, da hätten wir da hinten. Ja, da hätten wir da hinten rumlaufen müssen. Dann hätten wir hier die Ranke kaputt machen können, dann wären wir wieder zurückkommen. Wenn ich vorher die Map ein bisschen besser studiert hätte, wäre es kein Problem. So, ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommen nochmal wieder irgendwo Ranken auf dem Weg hierher, oder? Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Kann ich hier? Ne, hier kann ich bestimmt kein Ding öffnen. Kein Shortcut. Grabgolem nochmal 1000. Da können wir jetzt eigentlich gleich nochmal drauf warten. Dann haben wir den Grabgolem noch. Niederträchtige Brut. Eure Präsenz ist in meinem Reich nicht erwünscht. Spürt die Rache des Waldes. Offenbar hatte die Königin des Waldes keine Freude am Besuch des absolutistischen Bösen. Einige lebende Bäume stiefelten aus dem Wald heran, um sich der ungeliebten Gäste anzunehmen. Ha, wunderbar! Hier kommt das Feuerholz ganz von selbst angelaufen. Los, Leute! Schwingt die Äxte! Gebt ihnen Saures! Sauren Regen! Okay. Also die Bäume sind weitaus weniger gefährlich als als diese ganzen Ranken. Diese Ranken sind ja mega brutal ätzend. So, aber da kommen bestimmt nochmal welche, oder? Ich kann jetzt mit 6 Dämonen wahrscheinlich nicht das ganze Level bis zu Ende laufen. Ja, okay. Ich glaube, hier werden wir wieder scheitern. Zahltag. Ja, jetzt heilen die sich noch wieder gegenseitig, wenn sie 2 Heilereinheiten haben. Ja. Zack, jawohl. Zweimal Veteran, da werden wir nicht ganz dran durchkommen, ne? Oh, irgendwie müssen wir doch noch wieder zu dem letzten Dungeon Eingang kommen. So. Jetzt können wir hier noch für den arachnidischen Chitinpanzer erforschen. Lautere Schreihälse. Eure Banshees werden nur noch lauter. Man muss schreien, um die sich unterhalten. Reichweite eurer Banshees plus 50%. Chitinpanzer. Also Talia könnte man auch mal noch verbessern, gell? Dass die aber ein bisschen mehr aushält. Bonus für kritische Treffer. Oh, was? Alter, wir haben doch noch gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, nachdem die beiden, wie heißen sie, Arachnide,
und die beiden Succubus-Niedergänge sehen, hätte ich nicht gedacht, dass man mit zwei Imps noch den... Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Warum kann ich jetzt hier den Stein angreifen? Hat das einen Sinn? Oh, das ist ein versteckter Zugang, oder was? Yo! Alter, das macht das Ganze ja so viel einfacher, wenn wir jetzt da einen Zugang haben. Jetzt können wir den da noch kaputt machen. Dann können wir direkt da hinten rumlaufen und dann können wir uns auch noch den dritten Ding holen. Alter, so viel einfacher. So. Holkrug, Türen bauen. So, jetzt können wir uns ja noch an Kreaturen ihn hier holen. Halle der Qualen, können bis zu 4 Helden. Konvertierung um 100%. Da hinten kommt eigentlich gar nichts durch, gell? Brauche ich eigentlich gar keinen Ding bauen. So. Dann würde ich sagen, nochmal ein Impf für Fernkampf. Gucken wir da zurück in den Wachsaal. Das Böse wird siegen, genau. Ich werde das Land vernichten. So, jetzt wo wir hier alle beisammen haben. Es ist Zahltag. Nee, ich komme da gar nicht hinten durch. Was ist das für ein mieses Ding? Ich bin die Königin. Ah, ich komme da ja gar nicht durch. Ranken krochen aus dem Boden hervor und griffen die Kreaturen an. Also die störrische Wurzel ist nun mal ein härterer Gegner als eine normale Wurzel, oder? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, hallo. Keine Schnitte. Da finde ich jetzt wieder ekelhaft. Jetzt gehen wir einen anderen Weg, da kommen wieder scheiß Ranken da. Hier Angriff, das wünsche ich mir. Ja, zack, wieder einer down. Recht seinen Tod. Wo sind sie jetzt hin? Da hinten.
So. Ist das ein Rotz da mit deinem Ding? So, dann gehen wir die hier noch an. Das ist 300. Zombies sind in den Dungeon eingedrungen. So. Direkt wieder hier, so. So, gehen wir hier zurück. Hier haben wir noch ein Buch liegen. Produktionsbonus. Ranken schossen aus dem Boden und griffen nach den Kreaturen des von Grauen erfüllten Bösen. Ich mich doch verarschen, schon wieder Ranken. Wie viele Ranken kann es in einem einzigen Level eigentlich geben? Lebensverbesserung, das ist doch auf jeden Fall was für eine Banshee. Ich bin die Königin des. Thanos muss sterben. 1950 zu 2925, ja. Wen soll ich töten? Die hier. Eine Goldader wurde abgebaut. Wie keine Gurus mehr. Ja, dann machen wir halt ein paar mehr Gurus. Kriegen die Gurus ein bisschen mehr Platz? So. Es ist Zahltag. Die Teampanzer haben wir gemacht. Den da können wir noch machen. Lautere Schreihälse. Wäre vielleicht auch mal noch ein Ding, gell? Ranken schossen aus dem Boden und griffen. Die Armee des erforschenden Bösen hatte einen weiteren Zugang zum Untergrund gefunden. Sehr wahrscheinlich würde sich dort einer der Runensteine finden lassen. Boah, da ist, bin ich mit einem Level schon wieder so dermaßen ein Ding, dass es ja bald wieder 4 Folgen gibt, wenn es jetzt noch lange dauert. So. So, ab rein mit euch.
Schnodderlinge haben einige Wurzelwichtel ausgegraben. So, wo ist der letzte Runenstein? Oh, hätte ich sogar hier hin. Hä? Ach nee, das war vorher auch zu. Da. Holkrug macht es. Die Schnodderlinge des grabwütigen Bösen hatten einen Runenstein angegraben. Die Schnodderlinge des grabwütigen Bösen, ja. So. Hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, aber ich denke, damit haben wir es. Ich mache mich mal kurz weg. Der letzte Runenstein war platziert. Schändliche Wesen, ihr habt in meinen Wäldern nichts verloren. Ihr befleckt die Runensteine mit eurer Perversion. Der Zorn der Natur wird euch verschlingen. Die Königin des Waldes war nicht besonders glücklich darüber, dass das perverse Böse die Runensteine platziert hatte. Ja, ja, ja. Niemanden interessiert, was diese alte Schachtel so von sich gibt. Wir haben diese lächerlichen Steinchen zusammengetragen und werden ihr jetzt mordsmäßig in den Hintern treten. So sieht es aus. Gemach, Gemach. Immer wenn du Gemach, Gemach oder sowas sagst, dann weiß ich schon, dass es leider nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Stimmt's? Damit liegst du auf alle Fälle nicht falsch. War ja klar. Okay, was müssen wir jetzt noch machen? 300 Fledermausflügel sammeln, 100 Glubschaugen. Ich hab MMO-Erfahrung. Ich weiß, wie der Hase läuft. Gedulde dich noch ein wenig. Das ist ein Thema für eine andere Zeit. Nun genießen wir erst einmal den Sieg. Ja. Man merkte mal wieder, wenn man so kleine Hilfen gewöhnt ist, wie einfach mal 80 Schnodderlinge und zwei Bossmonster, wo man einfach die Oberwelt alles damit platt hauen kann. Und dann ist man mal wieder auf seine reguläre Ding gedacht. Ich habe es eigentlich irgendwie wieder gedacht, so das wird heute eine entspannte Aufnahme und dann ist doch wieder viel länger geworden als gedacht. Vielleicht mache ich es im nächsten Level nochmal anders, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ziehe ich morgen nochmal so durch, weil jetzt ist es doch ein bisschen später, als ich gedacht hatte. Von daher verabschiede ich mich von euch Fans. Ich gehe das Ganze nochmal wieder schneiden und wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufgabe. Bis dann!